zeige euch heute mal, wie man die Türverkleidung von einem Fiat 500 Elektro entfernt. Das ist relativ einfach. Ich möchte einfach mal die Originallautsprecher gegen andere Lautsprecher tauschen. Also man fängt hier an der Seite an, diese kleine Abdeckung. Da ist eine Schraube dahinter. Dann ist noch unten in der Mitte eine Schraube, die man entfernen muss. Inklusive dieser Plastikkappe. Dann ist unter dieser Gummiabdeckung eine Schraube, die zu entfernen ist. Die ist relativ fest, das geht jetzt mit meinem Schlüssel. So, es ist von Vorteil, die Scheibe runterzumachen. So, dann muss diese Abdeckung hier im Spiegel entfernt werden. Die hat drei Spangen. Man muss relativ vorsichtig sein. Plastik kann schnell brechen. Genau, das sieht dann so aus. So, mehr Schrauben gibt es nie. Jetzt ist es am besten, die Tür hier oben anfangen am Fenster auszuhängen. So. Und dann wird die ganze Türverkleidung mit Plastikspangen festgehalten. Die sind relativ fest. Die gehen auch gern mal kaputt. Da muss man vorsichtig sein. Ja, hier kann man hier sehen, die sollten eigentlich in der Türverkleidung stecken. Man muss hier vorsichtig ringsrum gehen. So, dann die Stecker lösen von der Türverriegelung,
Stecker vom Fensterheber. Und den mechanischen Bautenzug von der Notöffnung, den muss man einfach nur hier unten ausklipsen. So, dann aushängen. Und das war's schon. So, ja, hier sind die Halter noch drin geblieben. Die anderen stecken in der Tür, die muss man entfernen. Die kaputt sind, sollte man halt ersetzen. Ja, die Lautsprecher, die sind nicht verschraubt, sondern die sind eingenietet. Also die Nieten muss man tatsächlich mit der Bohrmaschine entfernen. Vorsichtig den Lautsprecher rausnehmen. Das war's schon. Also die sind echt winzig. So, die neuen Lautsprecher macht man entweder wieder mit Nieten fest oder ich werde Schrauben nehmen und bohr dazu die Nieten ganz raus. So, also hier zeige ich euch nochmal, das sind die Originallautsprecher. Ich habe jetzt hier Lautsprecher, die normalerweise für den Fiat Ducato sind. Für den 500er E habe ich noch nirgendwo was Passendes gefunden. Allerdings passen die ohne weiteres nicht. Man sieht, dass hier die Öffnung nie ganz rund ist. Also man kann den Lautsprecher sozusagen, der schließt hier nie ab. Man muss dieses Plaste, den Plastesteg hier etwas dünner schleifen, damit der Lautsprecher reinpasst. Die Stecker und so, das passt alles, aber wie gesagt, der Lautsprecher so ohne weiteres passt der nie. So, das sollte eigentlich hier schon reichen. Also man sieht das jetzt, dass hier unten bloß die Ecke etwas abgeschliffen ist. So, passt. Also man kann ihn jetzt entweder mit Schrauben befestigen oder wieder mit Nieten. Ich nehme Schrauben, ist jetzt für mich das Einfachste. Kabel, wie gesagt, passt ohne weiteres rein. Lautsprecher habe ich jetzt eingebaut. Die Folie habe ich hier noch etwas abgedichtet, das ist ganz wichtig, damit hier irgendwo der Fahrtwind durchkommt. Die Tür innen habe ich mit Dämmmaterial etwas verkleidet, so gut wie es ging. Hatte ich hier noch sowas da.
Ja, die Schrauben, das ist jetzt nie die optisch schönste Lösung, aber das war jetzt das Einfachste. Die Schrauben können tatsächlich so lang sein, also das stört nie hinter der Türverkleidung. Das passt ohne weiteres. Der Stecker passt einwandfrei, Lautsprecher ist eingebaut. So, die Türverkleidung kommt jetzt wieder genauso dran wie vorher, relativ einfach. Am besten erst wieder oben einhängen. Und dann der Reihe nach. So, den Schrauben wieder reindrehen. So, das war's schon. So, jetzt werde ich noch den Hochtöner in der A-Säule tauschen. Das ist ebenfalls ganz einfach. Hier einfach den Gummi
rausziehen. Und dann vorsichtig die Säule nach vorn. So, den Hochtöner kann man hier ganz einfach ausfipsen. So, den tausche ich jetzt gegen den anderen aus. Stecker passt wieder 1:1. Den kann man hier einfach hier reinklipsen. Das sollte eigentlich gehen. Ja, das wird halten. Also man könnte hier auch das Gitter rausmachen, das lässt sich hier ausklipsen. Und man könnte hier auch andere Hochtöne einbauen. Also das sieht dann so aus. Aber ich will alles original lassen, also man soll nirgendwo was sehen, dass hier was ausgetauscht wurde. Der Stecker, wie gesagt, der sollte ohne weiteres passen. So, wir können ja mal das Radio einschalten. Funktioniert. Das Ganze wird jetzt einfach wieder hier reingesteckt. So, den Gummi wieder reindrücken. Das war's. Ja, klanglich sollte man jetzt keine Wunder erwarten, aber ich denke, das ist schon besser wie die originalen Lautsprecher. Also relativ einfach und schnell zu tauschen.